So, dann fangen wir mal an. Ich habe letztes Mal ja über Zugriffsverfahren, insbesondere über das CSMA und CSMA-CD und CSMA-CA gesprochen. Und wir sind dann am Ende der letzten Vorlesung zu dieser praktischen Implementierung von CSMA-CD in Zusammenhang der Manchester-Codierung gekommen. Und dann hat sich auch dieses Rätsel gelöst, wie man denn auf einem so einem gemeinsamen Medium, während man sendet, gleichzeitig feststellen kann, ob jemand anders auch noch sendet. Und zwar ohne allzu großen Signalverarbeitungsaufwand. Und das geht eben, wenn man sowas wie den Manchester Code benutzt, weil die Überlagerung ziemlich schnell zu einer Verletzung der Codebedingungen führt. Und insbesondere dann, wenn sich die Adressen der Pakete, die Empfängeradressen unterscheiden. Aber weil ja auch die Senderadresse drinsteht, ist sichergestellt, dass sich spätestens dann die beiden unterschiedlich überlagern, anders überlagern, also unterschiedliche Bits sich überlagern und dann der Gleichspannungsanteil zu groß wird und aus dem wird die Kollision abgeleitet, die vorgestellt sein könnte. Muss ich dann noch machen. Ich bitte Sie auch noch, die aus der Größenbeschränkung des Kollisionsgebietes, habe ich ja schon erzählt, ergibt sich wegen der Signallaufzeit einen Roundtrip und bei 10 Megabit dann entsprechend die Paketgröße, oder minimale Rahmengröße, die wir brauchen, 464 Bit, damit das klappen kann. Denn sonst ist ja ein Rahmen gesendet, ich höre schon wieder auf, wenn das nächste Paket ankommt. Und das kann ich dann nicht sauber von der Kollision unterscheiden. Also, das hier, die 464-Bit, die merken wir uns. Das sind, können wir noch kurz nachrechnen, 56 Byte übrigens. Also, ganz kurze Frames. Und es gehen ja auch schon 6 Byte für, 2x6 Byte für die Adressen weg und so weiter. Und dann gibt es noch ein CRC mit 4 Byte. Also, da ist dann die Nutzlast schon ganz klein. Die Pakete sind klein für bei 10 Megabit und einem Kollisionsgebiet, das so groß ist. Das werden wir gleich nochmal brauchen. Einfach merken. Hier habe ich noch kurze Zeichnung, wie das am Anfang mit dem Ethernet gestaltet war, mit so einem Koaxkabel. Da gab es dieses Yellow Cable. Das ist richtig kräftig gewesen. So groß ist es, ein Koaxkabel. Und weil es auch ziemlich starr ist und unflexibel, kann man es nicht so gut um die Ecke rumlegen und so weiter. Früher hat man das mal in Installationen vom Ethernet gesehen. Was es da gab, das war ganz witzig, wenn man ein weiteres Gerät anschließen wollte, dann hat man diesen Transceiver, der war sozusagen wie eine Kralle gestaltet, um das Kabel gelegt und dann gab es hier so eine Schraube und mit der Schraube hat man das am Kabel befestigt. Hier außen diese kleinen, gab es so ein paar kleine Dornen dran an diesen Stempeln, die sich da auf das Kabel gedrückt haben und die haben Kontakt zu dem äußeren zum äußeren Mantel, zu dem Metallgeflecht hergestellt und diese Nadel hat sich beim Reinschrauben durchgebohrt durch das Plastik, die ist hier an den Seiten isoliert und hat in der Mitte diese Ader angezapft, Kontakt hergestellt und jetzt hat man während dem Betrieb kann man das da reinschrauben. Die anderen können nach wie vor Nachrichten kommunizieren und man kann während dem Betrieb mit so einem Transceiver hier bei dem Yellow Cable sich so anklemmen. Das ist irgendwie noch ganz witzig gewesen. Hat man nicht mal die Kabel auseinander machen müssen, schneiden und Schrauben hinmachen müssen, so wie bei diesem ThinNet oder auch CheaperNet. Da hat man hier auch so Koax-Kabel, aber Sie sehen das hier mit so BNC-Steckern gemacht. Von diesem Transceiver aus geht es dann zum Interface im Computer, typischerweise eine Interface-Karte und hier natürlich auch. Bei diesen Interface-Karten ist hinten gleich so ein Koax-Stecker dran und da muss man dann diese BNC-T-Stücke drauf machen, das andere Kabel auseinander und dann mal so reinschrauben und dann geht es weiter. Hier habe ich noch so Charakteristika aufgeschrieben, hier ist ein 50 Ohm Kabel, das ist auch ein 50 Ohm Koax Kabel. Mit dem kommt man 500 Meter weit
elektrisch 500 Meter weit, nicht logisch. Ja? Die logische, das Kollisionsgebiet ist 2.500 Meter groß. Mit diesem Kabel kommt man 500 Meter breit und dann braucht es einen Repeater, der das elektrisch wieder das Signal verstärkt, verbessert, sodass man dann mit mehreren solchen Repeatern durch das Kollisionsgebiet hindurchkommt, von einem Ende zum anderen kommt sozusagen. Bei dem GPRNET-Kabel, dessen elektrische Eigenschaften ein bisschen schlechter sind, sind diese Stücke zwischen den Repeatern etwas kürzer. Diese 200 Meter kommen übrigens schnell mal in einem Labor zusammen, selber ausprobiert. Ja, wenn man hat so ein GPRNET-Verkabelung mit diesem schwarzen Kabel. In einem Labor stehen ein paar Computer rum und dann geht es natürlich zum ersten hin, dann ist da dieses T-Stück, dann geht es zum zweiten, zum dritten und so weiter. Und jedes Mal, wenn ein neuer Computer kommt, holt man noch ein paar Meter Kabel, schraubt das da zusätzlich rein und irgendwann mal hat man viele Paketfehler und dann ist das zum Beispiel länger geworden als diese 200 Meter, deutlich länger geworden. Man kann in einem Labor von dieser Größe durchaus auch, wir haben da mal nachgemessen, irgendwie 100, 150 Meter Kabel drin haben, wenn man genügend Arbeitsplatzrechner da drin hat und immer mal 5 Meter gleich reinlegt, wenn einer dazukommt. Ja, es gab noch eine Variante davon mit auf einem Kabelverteilnetz, so ein baumstrukturiertes Netzwerk mit 75 Ohm Kabel, das hieß 10 Broad 36. Und das wurde von so einer Firma namens SciTech hergestellt. Eigentlich eine ganz geschickte Struktur, sowas Baumstrukturiertes mit der Kopfstation. Konnte man auch Ethernet vernünftig mitmachen. Aber das sind heutzutage eher die historischen Verkabelungen. Ich habe letztes Mal schon kurz über dieses PhoneNet gesprochen, wo man eine ganz einfache AppleTalk-Verkabelung mit dem Telefonkabel machen kann. Und das hat man auch mit Ethernet gemacht. Das ist sogar ein Teil der Erfolgsgeschichte vom Ethernet. Auf das komme ich dann ganz am Ende dieses Kapitels nochmal ganz schnell zurück. Wenn man 4 Drähte Twisted Pair hat, wie das in der Telefonverkabelung gerade in den Vereinigten Staaten üblich ist, dann kann man zwei Adern davon zum Senden benutzen und zwei zum Empfangen. Die kommen dann hier steht ein Rechner, das kommen die 4 Drähte an, 2 zum Senden, 2 zum Empfangen, hier wieder 2 zum Senden, 2 zum Empfangen, 2 zum Senden, 2 zum Empfangen, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stationen so angeschlossen an diesen Star Controller, Sternkoppler, an diesen Hub, wie man das heute in der Regel nennt. Die sind hier innen drin mit so einem passiven Bus verbunden. Und hier gibt es noch einen kleinen Verstärker, der das Signal wieder schön macht. Hier werden die Signale übertragen, die hier auf dem Bus laufen, zu den Endgeräten. Und diese Anschlussverkabelung hier mit diesem Twisted Pair kann so 100 Meter oder so ähnlich durchaus lang sein. Beim normalen 10BASE-T Ethernet reicht so ein Cat4-Cable aus. Ein Cat5-Cable ist natürlich gut, hat man ja mal eine kurze Tabelle. Diese Sternkoppler, die werden dann, kann man so übereinander stapeln, im sogenannten Wiring Cabinet, wenn man viele Büros hat und dahin diese vierdrähtige Verkabelung hat. Untereinander verbunden wurden die übrigens in der Regel dann wieder mit solchen BNC-Kabeln, um die Collision Domain, um verschiedene Star-Controller oder solche Hubs zu verbinden, kann man auch hier so ein Twisted-Pair-Kabel wieder nehmen. Hier kann man noch einen Ethernet-Chip dranhängen und hier unten noch einen Ethernet-Interface, um Management betreiben zu können. Im Management werden typischerweise hier irgendwelche Ports abgeklemmt, wenn es da irgendwelche elektrischen Probleme oder sowas gibt. Oder wenn die Leitung zu dem Büro, wenn der Computer da stillgelegt werden soll. Und hier im Universitäts-Ethernet, im StuNet, in den Studentenheimen, da stehen auch solche Star-Controller rum und hier sind die einzelnen Wohnungen angeschlossen und der nicht bezahlt, seinen Beitrag ans StuNet nicht bezahlt, der wird eben über das Management-Interface hier abgeschaltet. Dann kann man sagen, der Port, der funktioniert jetzt eben nicht mehr. Wenn Sie ihr, auf die Weise sorgen wir dafür, dass man den kleinen Obolus da zum StuNet, ich weiß nicht, wie viel das ist im Monat, 5 Euro oder so, wenn man das nicht bezahlt, dann gibt es Zwangsmaßnahmen.
Das ist ja auch vernünftig und richtig. Man kann hier übrigens in diesem Hub auch noch dafür sorgen, dass wenn jemand ein gültiges Paket schickt, zum Beispiel der hier, das wird dann hier, das kommt hier rein, wird verstärkt, hier sagen wir mal, geht es durch auf diesen Bus hier, der erkennt, dass ein gültiges Paket anliegt und dann kann er auch hier die Transceiver hier über diese Gatter hier noch stilllegen, damit die nicht bei einer Fehlfunktion auch da reinsenden. Der Receiver hier, den kann man zum Beispiel ausschalten und den auch und den auch und den auch und den auch, den hier meinetwegen auch. Genau dann, wenn hier der hier gerade ein gültiges Paket schickt. Und auf die Weise kann man noch ein bisschen für Kollisionsfreiheit sorgen, dass nicht einer aus Versehen dazwischen funkt. Jetzt kann man übrigens Kollisionen auch detektieren, indem man Carrier Sense hier auf diesem jedes Gerät einzeln auf dem grünen Pärchen da macht. Und jetzt kann man nämlich auf einfache Weise, wenn man so ein Vierdraht-Interface hat, zuhören, ob ein Paket ankommt, während man ein Paket abschickt. Jetzt geht der Carrier Sense hier einfacher. Das war ja das klassische Ethernet 10BASE-T mit 10 Megabit. Deshalb heißt es ja auch 10BASE-T, also Basisbandübertragung, das können wir auch hier zurückblättern, 10 Megabit Übertragung im Basisband, zum Beispiel Manchester kodiert. 5 steht dann für dieses Kabel, 2 steht für dieses Kabel, 36 für das Koaxialkabel im Kabelverteilnetz und T steht für Twisted Pair. Die 10 Megabit, die hat man irgendwann als zu langsam empfunden. Weil es ja auch ein geschertes Medium ist. Ne? In diesem ganzen Netz, was man sich hier aufbaut, mit all diesen Star-Controllern und ein paar von denen auch noch verbunden, ist insgesamt nur 10 Megabit an Durchsatz vorhanden, wenn alles top läuft. Ne? Eigentlich kommt man bei so einem Ethernet, bei so einem 10BASE-T sowieso nicht über 8, 9 Megabit hinaus, weil es ja eben die Kollisionen gibt. Gerade wenn das Netzwerk voll ist, wenn man die 10 Megabit bräuchte, dann ist die Effizienz doch nicht so gut. Weil es immer wieder auch, wenn auch zu kleinen Kollisionen kommt. Und deshalb hat man versucht, das schneller zu betreiben. Und mit diesem Fast Ethernet Standard bei 100 Megabit, das war der erste Fortschritt in dieser Richtung. Das Dumme ist bloß, dass das CSMA/CD bei dieser Geschwindigkeit nicht mehr so einfach dezentral funktioniert. Warum? Da muss ich Sie an das hier erinnern, worauf ich hier hingewiesen habe. Ich habe gesagt, hier bei 10 Megabit sind diese 46 Mikrosekunden. 464 Bit. Bei 100 Megabit sind es schon 4640. Wenn wir einfach 10 mal so viele Bits auf die Leitung schicken. Das wären aber, hier sind 58 Byte, habe ich gesagt. Das wären dann nicht mehr 58 Byte, sondern 580 Byte schon, bis wir die Kollision haben. Und das ist ja schon richtig normal, das ist ja schon fast ein normales Paket. Gut, die Maximalpaketgröße ist immer noch ein bisschen mehr, ist noch dreimal so viel. Aber das ist jetzt, ja, kommt man in den Bereich, dass man eigentlich schon kein CSMA/CD mehr macht, sondern nur noch ein CSMA machen würde. Wenn die Kollision erst dann bekannt würde. Oder man könnte das hier um Faktor 10 reduzieren auf 250 Meter. Und das ist dann aber auch schon wieder nicht das, was man haben möchte. Also hat man darüber nachgedacht, wie man das vernünftiger machen kann. Man nehme Sterntopologie. Dass also die Collision Domain ja, in einem so einem Star Controller oder sowas veranstaltet wird. Eventuell kann man auch ein paar von denen zusammenlegen, aber man braucht diese Sternstruktur. Zentrales CSMA/CD. Außerdem kann man natürlich einem Star-Controller nicht nur einen Hub veranstalten, sondern man kann auch versuchen zu vermitteln.
Da wollen wir jetzt aber noch nicht drüber sprechen. Über Vermitteln sprechen wir dann in der Vorlesung Rechnernetze. Ein Ansatz, der wurde, glaube ich, von Hewlett Packard betrieben, das ist dieses 100 VG AnyLAN, das baumstrukturiert ist, und da gibt es dann statt dem CSMA/CD gab es da dieses Demand-Priority-Verfahren. Das will ich hier nicht erklären. Früher hat man da auch gerne darüber berichtet. Beim 100-Base-T4 hat man 4 Adernpaare benutzt. Damit kommt man auch mit schäbigerem Kabel. Sie sehen hier Kategorie 3, Kategorie 4, so ungefähr 100 Meter weit. Da muss man aber, damit man das hinkriegt, die Symbolrate reduzieren auf 25 MHz. Und wenn man die Symbolrate reduziert auf 25 MHz, dann brauchen wir, wir haben ja 100 Megabit, müssen wir pro Symbol 4 Bit übertragen. 4 Bit pro Symbol, da brauchen wir dann zum Beispiel so eine 8B6T-Kodierung. 8 Bit, 256 Werte, auf 6 ternäre Symbole verteilen. 6 ternäre Symbole verteilen, und diese ternären Symbole, die werden dann hier drauf übertragen auf 3 Paaren. Die Idee ist so, dass wir ein Paar haben, das wir immer vom Endgerät zum Hub gerichtet haben, ein Paar vom Hub zum Endgerät und hier in der Mitte 2 Paare, die wir in der Richtung umschalten können. Das Umschalten bedeutet, dass wir, wenn wir also jetzt hier senden wollen, dann benutzen wir das hier und das hier, um von dem Gerät zum Hub zu übertragen. Wir haben also jetzt 3 Leitungen, auf der wir hier mit 25 MHz übertragen können, also mit einer Symbolrate von 25 MHz. Wir können also 75 Megasymbole pro Sekunde übertragen, und das hier sind, diese sind so ternäre Symbole. Und dann kommen wir auf die Datenrate von 100 Megabit. 100 Megabit durch 8 dividiert gibt 12,5 Millionen Symbole, binär. Wir können aber 25, also doppelt so viele, übertragen. Wir können also diese Bits hier, die als 6T kodiert werden, mit 6 ternären Symbolen kodiert werden, müssen wir auf jeder von diesen Leitungen 2 ternäre Symbole hintereinander, hier auch 2 ternäre Symbole und hier auch 2 ternäre Symbole. Damit haben wir insgesamt 6 ternäre Symbole, 8 Bit übertragen mit dieser Frequenz, diese Symbolrate, und wir kommen auf die 100 Megabit. Bei dem T4. Eine andere Variante ist das 100-Base-TX. Da hat man nur 2 Adernpaare, aber ein bisschen besseres Kabel. Ich habe jetzt hier Cat5 hingeschrieben. Bei Cat5 kann man, wo steht es denn, so über 25 MHz übertragen. Wenn wir einfach die 100 Megabit übertragen, müssten wir immer noch 100 Megasymbole übertragen. Das ist noch zu viel. 100 Megasymbole. Das gibt dieses, auch das Cat5-Kabel als Medium nicht her. Es hat eben nicht die richtige Bandbreite. Bandbreite jetzt wirklich im Sinne von obere und untere Grenzfrequenz. Deshalb nimmt man hier 4 binäre Symbole und packt sie erstmal in 5 binäre Symbole rein. Das bedeutet zunächst, dass man eine höhere Symbolrate braucht. Das ist ja eigentlich gar nicht schön. Wenn wir das Manchester kodieren würden, würden dann 125 MHz rauskommen. Das geht gar nicht bei Cat5. Da haben wir zu viel Dämpfung. Gerade bei den hohen Frequenzen. Also müssen wir irgendwie anders kodieren. Und diese Kodierung, diese MLT3-Kodierung, das heißt auch NRZ-I-3, die wendet nun einen Trick an, um die Frequenz zu reduzieren, die man überträgt.
Wir haben ja hier 4B5B-Kodierung. Das heißt, aus dieser Bitsequenz, wenn wir hier haben 0E zum Beispiel, hexadezimal, dann wären das hier die Bits binär. Die expandiert man auf ein paar Bit mehr. Diese, man nimmt hier immer so 4 Bit und dann nochmal eine 4-Bit-Gruppe und dann sucht man sich eine 5-Bit-Gruppe raus. Für jede 4-Bit-Gruppe haben wir also 5-Bit-Gruppen zur Verfügung. Und jetzt sucht man sich die passende dafür aus. Also diese 4-Bit-Gruppe, wenn das hier zu 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 wird, das da, dann kodiert man das nächste hier so, dass sich das dann hier anschließt, dass Sie sehen, und einmal so hoch geht und dann so weiter geht. Und wenn Sie jetzt diese Wellenform betrachten, so und dann runter und dann wieder hoch, dann sehen Sie, dass wir hier ein bisschen unideal, aber immerhin zwei solche Sinus haben. Oder auch, ich habe hier meine 5 Bit, die ich hier übertrage, 32 Nanosekunden für einen Sinusdurchlauf. Das entspricht einer Frequenz dann von 31,25 Megahertz. Und die kann man übertragen. Was man nicht macht, es wird also hier nicht Manchester kodiert, sondern man benutzt dieses Non-Return to Zero Inverted minus 3 und sucht sich, wenn man ein Symbol gesendet hat, das nächste aus, was ich sozusagen als Sinus schön anschließt. Das hier steht dann jeweils für eine 4B5B-Gruppe. Weil ich hierfür aussuchen kann, unter diesen 5 Bit, die ich wirklich übertrage, suche ich mir ein Grüppchen aus, was irgendwie so geformt ist, und beim nächsten suche ich mir wieder ein Grüppchen aus, was so geformt ist, und so geht es dann weiter. Und ich habe die Frequenz reduziert. Der Mann hat die Frequenz reduziert. Und für die Nutzdaten braucht man nur 16 Werte. Es gibt aber 32 mögliche Kombinationen. Und man sucht es dann so aus, dass man jeweils zwei Levelwechsel für pro Symbol hat. Dann kann man den Takt daraus schön ableiten. Es gibt dann noch ein Sondersymbol für Start of Frame und eins für End of Frame und so ein Idle-Symbol, die man auch noch benutzen kann. Also die Symbole, das hier ist das, was wir kodieren wollen, die sind so gestaltet, dass das jeweils einmal rauf und einmal runter geht. Also zwei Levelwechsel pro Symbol. Und am Ende, da muss man eben dafür sorgen, dass das die binäre Kodierung gerade so ist, dass man hier wieder ist und rauf und so. Auf die Weise kriegt man eben die Frequenz hier so weit reduziert, dass wir bei 31 Megahertz, also gut im Übertragungsbereich, in der Bandbreite, die so ein Kategorie 5 Kabel übertragen kann, sich befindet. Auf kurze Distanzen kann man übrigens auch ein Cat4 Kabel oder sowas schon mal benutzen. So, das hier funktioniert auf 100 Meter auch noch anständig, aber wenn man auf 10, 20 Meter, kann man auch ein schlechteres Kabel schon mal benutzen, Cat3 oder Cat4. Da ist die Dämpfung dann noch nicht so schrecklich. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, weil durch den Kabelkanal eben kein Cat5-Kabel mehr durchging, das war zu dick. Ja, als nächstes, und da sind wir jetzt beim Gigabit Ethernet, bei dem, was man heutzutage so als Privatmann benutzt, zu Hause verkabelt, was aber auch hier zum Beispiel in der Universität verkabelt worden ist. Das kann man veranstalten mit Twisted-Pair-Kabeln, Unshielded Twisted-Pair, Kategorie 5, so auf 100 Metern. Das kann man veranstalten mit einer
Gradienten Multimode-Glasfaser, wir haben darüber gesprochen, auf 500 Meter. Da gibt es noch verschiedene Varianten. Das SX mit 850 Nanometer Wellenlänge auf 5 Kilometer oder LX 1300 Nanometer, das ist ja schon im infraroten Bereich, ne, auf 500 Meter noch in dieser Glasfaser da drin. Und das CX, das benutzt Koaxkabel. Und zwar, glaube ich, zwei Stück, Twin X heißt das. Beim 1000 Base X, da hat man, ja, das gibt da mehrere Versionen, Entschuldigung, das X für die hier oben und das T hier. Kleinere Pakete würden ja bedeuten, dass die Collision Domain wieder so klein wird bei dieser Geschwindigkeit. Ne? Deshalb verlangt man hier jetzt, dass die Pakete größer werden. Ne? Bei 64 Byte wäre die Collision Domain nur noch 20 Meter groß. Das ist jetzt ein bisschen arg wenig, ein Netzwerk in der Größe. Um also auf eine vernünftige Größe zu kommen, macht man das hier, also 150 Meter oder sowas zu kriegen, ne, 8x20, verlangt man jetzt die minimale Framegröße 512 Bytes. Das passt ganz okay zu normalen Datenpaketen, wenn man also ja, 1500 Byte pro Paket hat, wenn man mehr zu übertragen hat. Das passt schlecht zum Verbindungsaufbau vom TCP, der ja nur 64 Byte braucht in einem Paket. Deshalb gibt es da verschiedene Techniken, mit denen man sich behelfen kann, damit das 512 wird. Das erste, übrigens beim Voice over IP möchte man natürlich auch kürzere Pakete als 512 Byte haben. Aber das ist ein Thema, das man mal an anderer Stelle diskutieren kann. Das erste, was man machen kann, ist Padding. Padding heißt auffüllen. Ich habe ein 64-Byte-Paket, da muss ich eben hinten dran noch mal 450 weitere Bytes dranhängen, Nullen oder sonst was. Das ist natürlich Overhead, Verlust, eigentlich eine dumme Idee. Aber manchmal kann man sich nicht helfen. Was man auch gerne machen kann, wenn man genügend Päckchen hat, die man zu übertragen hat, ist dieses Bursting. Man nimmt mehrere Frames, steckt die hintereinander in einen 1000 Base X Frame. Die stecken dann so hintereinander drin. Die 8 Stück braucht man, von 64 auf 512 zum Beispiel. Also nachfolgende kleine Frames in einen größeren sozusagen zusammenfassen und am anderen Ende dann wieder zerlegen. Was natürlich nicht geht, ist, dass dann unterschiedliche Adressen zu schicken. Muss dann schon irgendwie dieselbe Adresse sein. Also das sind Techniken, mit denen man damit umgeht, dass die Framegröße eben nicht mehr so klein ist, wie man es gerne hätte. Beim 1000 Base T, da muss man noch drüber sprechen, wie das elektrisch funktioniert. Da haben wir vier Paare Vollduplex, diese hier, also hier intern im Computer, haben wir also die Bytes, die wir da übertragen wollen. 8 Bit kommen vom Interface, die werden aufgeteilt in 4x2 Bit und dann wird auf dem ersten Link, der Vollduplex betrieben wird, ich habe hier gesagt, vier Paare Vollduplex, werden 2 Bit übertragen, hier 2 Bit, hier 2 Bit und hier 2 Bit. Pro Paar werden 125 Megasymbole übertragen, also 125 Megabaud. Jetzt müssen wir bloß noch diese pro Paar, wenn wir, das wären also, bei, um hier auf die 1000 Bit zu kommen, müssen wir also in jedes Symbol hier über diese Leitung 2 Bit reinpacken. 2 hier, 2 hier, 2 hier, 2 hier macht 8 Bit. 8 mal 125 Millionen gibt das Giga, die Milliarde. Alle einverstanden mit der Rechnung? Ich muss also, oder man muss, in jedes Symbol 2 Bit reinkriegen. Dazu benutzt man dieses 4D-PAM5-Verfahren. Also wir nehmen 8 Bit, das ist eine 8B-10B-Kodierung, 8 Bit, verpacken das in 10 Bit. Die 2 Bit
Für die haben wir jetzt also auch noch mehr Werte zur Verfügung. 256 Werte, die 2-Bit, die packen wir in eine Codierung mit 5 Symbolwerten, also eine 5-wertige Codierung. 8-Bit nehmen wir und ja, 2x5 Werte, da steht dann, ja, kann man dann 8-Bit, 10-Bit eben machen. Die 256 Werte von denen hier, die werden dann in 625 Symbolwerten kodiert. Ja, pro Symbol 5 Werte und das gibt dann eben diese Menge. Pro 2-Bit überträgt man 5 Werte und 5 hoch 4 ist 625. Hier sind ja 4 so 2-Bit-Gruppen drin. 512 von diesen Symbolwerten, die da rauskommen, benutzt man für die Trelliskodierung und dann hat man noch 113 Werte für ja, andere Zwecke, Kontrollinformationen übertragen. Trelliskodierung, das erinnert uns daran, da nimmt man dann wohl auch einen Viterbi-Decoder, wie es so üblich ist, zur Fehlerkorrektur. Auf die Weise kann man mit dieser Codierung relativ zuverlässig das Gigabit Ethernet übertragen. Wir brauchen allerdings Kabel mit 8 Pärchen. Entschuldigung, mit 4 Pärchen mit 8 Adern. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr. Die müssen auch ein bisschen kräftiger sein, weil wir ja 125 Millionen Symbole pro Pärchen übertragen wollen. Also sind auch da die Anforderungen an den Querschnitt ein bisschen höher. Und das Kabel, was man für Gigabit Ethernet benutzt, das ist auch schon ein kräftigeres. Und das geht dann, naja, schon schwieriger in den alten existierenden Kabelkanal hinein. Es gibt übrigens, das sollte ich vielleicht hier noch anfügen, auch eine Standardisierung, eine fertige Standardisierung für 10 Gigabit Ethernet und man kann das auch kaufen. Damit verkabelt man zum Beispiel mal gerne ein Rechenzentrum oder sowas. So, für die Verkabelung zu Hause ist eigentlich ja schon Gigabit Ethernet üppig. Da braucht man wahrscheinlich kein 10 Gigabit Ethernet. Ich meine, man kann auch zu Hause mit 100 Megabit noch problemlos verkabeln. Die DSL-Leitung zum Internet ist ja in der Regel nicht mehr als so 16 Megabit oder sowas. 6 oder 16 Megabit ist ja irgendwie heutzutage üblich. Da reicht es also wohl auch 100 Megabit zu Hause in der Heimverkabelung schon gut und ein Gigabit reicht dann dicke. Der Vorteil an der Verkabelung für 100 Megabit ist sicher, dass man es einfacher durch existierende Kabelkanäle durchkriegt und ein flexibleres Kabel benutzen kann. Ja, in sowas wie der Uni, da möchte man vielleicht schon mit Gigabit verkabeln. Insbesondere wenn der Internetanschluss von der Uni, der ist ja doch relativ kräftig. Und wenn man mal irgendwie einen Download macht von irgendwas größerem Betriebssystem, Distribution oder sowas, dann will man ja auch bis zum Endgerät den hohen Durchsatz des Internetanschlusses durchziehen können, auch wenn es geteilt ist mit anderen. Diese Leitung zum Internet. Worüber ich jetzt hier nicht gesprochen habe, sind Switches. Da verweise ich Sie auf die Vorlesung Rechnernetze. Worüber ich aber hier noch sprechen möchte, relativ kurz, sind Wireless LANs. Dafür gibt es auch so einen Standard in der Ethernet-Familie 802.11. Das hat insbesondere auch den Vorteil, dass Sie an der Software, die es benutzt, nichts ändern müssen. Sie können den Adapter für das Wireless LAN so ausgestalten, den Treiber, dass es zu dieser 802.1 Schnittstelle, über die wir gesprochen haben, passt. Sie müssen halt hier unten drunter, weil auch das Bridging geht noch, Sie müssen nur diese Schnittstelle hier richtig ausführen. Als Hersteller, also dieses 802.11 Schnittstelle, Frame senden, Frame in Empfang nehmen können, Bestätigung liefern und mehr braucht man gar nicht. Und dann kann man hier unten drunter mit verschiedenen Funkstandards
die Pakete drahtlos übertragen. Allerdings muss man, darauf muss ich gleich an dieser Stelle hinweisen, hier dafür sorgen, dass die halbwegs sicher übertragen werden, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit in der Größenordnung von 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 7 oder so ähnlich liegt. Wenn die Fehlerwahrscheinlichkeit in der Größenordnung von 10 hoch minus 2 oder sowas liegen würde, wird das TCP die ganze Zeit langsam übertragen. Warum das TCP tut, Slow Start und solche Sachen, da müssen wir auch in der Vorlesung rechnen, jetzt drüber sprechen. So, also hier gibt es einen neuen Medium Access Control Layer, das ist dieser 802.11 Layer, und darunter gibt es verschiedene Modulationsverfahren. Die meisten, oder ja, nicht die meisten, stimmt nicht mehr ganz. Es gibt auch welche, die in anderen Bändern stattfinden, aber viele von denen hier, formulieren wir es so, finden in diesem ISM-Band statt bei 2,4 GHz, da wo auch ihre Mikrowelle stattfindet oder Funkfernsteuerung von Spielzeugen, die moderneren. Da gibt es verschiedene Modulationsverfahren, wie man das hier machen kann. Hier 802.11a, b, g und da gibt noch ein paar mehr. Da kann man zum Beispiel Frequency Hopping Spread Spectrum benutzen, so wie besprochen, Hedy Lamarr und so weiter. Das Patent haben wir darüber gesprochen. Da kann man DSS, Direct Sequence Spread Spectrum machen. Das ist so Code Division Multiplex. Ne? Da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Ein weiteres Verfahren, das Sie auch gerne im 5 GHz Band veranstalten, ist dieses Orthogonal Frequency Division Multiplex. Und dann gibt es hier noch Higher Rate DSSS und Extended Rate Physical DSSS oder OFDM, das da. Über diese Modulationsverfahren, ich habe sie nur mal hier hingeschrieben, da wollen wir jetzt nicht länger diskutieren. Es ist eben keine Funktechnik-Vorlesung. Und ich muss auch zugeben, also ich habe eine Idee, was da stattfindet, aber ich bin eben auch wirklich kein Hochfrequenztechniker. Worüber wir aber hier noch kurz sprechen möchten, ist die Netzwerkstruktur und die daraus folgenden Anforderungen an das Medium Access Control. Wir wollen ja nach wie vor so eine verteilte Struktur haben. Dass das Medium Access Control möglichst ohne zentrale Instanz auskommt. Und wenn wir die Netzwerkstruktur von so einem drahtlosen Netzwerk ansehen, Sie kennen es ja auch von zu Hause, da hat es eben so eine kleine Kiste und hinten dran 1, 2, 3 kleine Antennen, ungefähr so lang. Ne? Gucken da irgendwie so raus wie Ohren. Und dann hat es hier so eins und hier so eins. Die sind irgendwie alle verbunden. Naja, beim Provider drahtgebunden verbunden auf jeden Fall. Wie immer beim Mobilfunk gilt, wir möchten nach möglichst kurzer Distanz, nach wenigen Metern ins Festnetz kommen, in ein drahtgebundenes Netz kommen. Ne? Das ist das Wichtigste. So, jetzt hat der hier so einen Kreis, betreut so einen Kreis, der hier auch. Und dann haben wir hier vielleicht noch ein Gerät. So, der hat auch wieder den Kreis betreut. Von ja, geografischer Gegend, je nachdem, wie die Sendestärke ist von diesen Access Points. Jetzt haben wir folgendes, na, hier, das ist noch ein Access Point, hier auch, so, jetzt möchten wir uns mal ein Szenario anschauen, wie das denn so funktioniert. Wir haben hier irgendein Wireless Device, so ein Ding da, ein Pad oder auch einen Laptop, der Wireless betreibt oder ein Telefon, ein Smartphone oder sowas. So,
hier lassen wir auch mal eine Antenne rausgucken. Und der sendet und der sendet. Und hier natürlich auch hin. Der sendet auch. Und hier haben wir vielleicht noch ein Gerät. Und natürlich ist das so ausgerichtet oder so konstruiert, dass naja, das Gerät von hier, das kann über ein paar Meter, 5, 10, 15 oder so ähnlich, durch die Wand durch geht es schon wieder schlechter. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt, wenn man die Tür aufmacht zu Hause. Bei einer Holztür ist es nicht so schlimm, aber wenn man eine Metalltür hat, dann geht es auch schlecht durch und so weiter. Also nehmen wir mal an, wir stellen den Access Point relativ vernünftig aus, dass wir von überall in der Wohnung gerade so hinkommen. Also wenn wir in dem Zimmer da sind, oder ja, dann machen wir es halt irgendwo in die Mitte, im Flur oder im Gang, und aus dem anderen Zimmer kommen wir auch noch dahin. So denkt man sich es ja. Wenn wir jetzt CSMA machen würden, dann haben wir ein Problem. Der horcht also zunächst mal ins Netzwerk rein, ob da jemand anders sendet. Er hört keinen. Warum er keinen hört, ist, weil der hier schon so weit in Entfernung ist, oder so viele Wände oder sowas noch dazwischen sind, dass der gerade so hier zum Access Point kommt, aber dass die Sendestärke, die Signalstärke, wenn sie hier ankommt, die Feldstärke schon so gering ist, dass der andere die gar nicht mehr als Signal wahrnimmt. Das kann ja leicht passieren. Ne? Das nennt man das Hidden Station Problem. Der merkt gar nicht, dass der da ist, weil die Signalstärke auf diesem langen Weg schon viel zu wenig geworden ist. Man kommt zwar von hier nach hier und von hier nach hier, aber von hier nach hier kommt man eben nicht mehr. Wir haben auch keine Möglichkeit festzustellen, dass es so einen Bereich gibt. Wir können nur messen an unserem Gerät. Wir kommen zur Basisstation, die empfängt uns und wir empfangen die Basisstation anständig. Aber was wir nicht können, ist feststellen, dass es da 20 Meter in einer anderen Richtung auch nochmal so einen gibt. Und das zweite Problem, was wir beim Wireless haben, warum CSMA-CD nicht funktioniert, ist, wir senden hier tapfer mit den Milliwatts, die wir dürfen. Der sendet auch mit den Milliwatts, mit denen er senden darf. Das Signal kommt hier relativ schwach an, gedämpft nach den 20 Metern und vielleicht noch eine Wand dazwischen. Wenn wir das Signal mit dem hier vergleichen, mit dem eigenen, das wir in der Antenne abstrahlen, ist das in Größenordnung mehr. Und wir können gar nicht merken, dass jemand anders auch noch sendet. Also Collision Detection geht sowieso nicht. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was macht man? Und die Antwort ist dieses RTS-CTS-Schema. Wir schicken mal ein RTS. Und das malen wir jetzt vielleicht hier auch noch ruhig rot. Das RTS kommt gerade so noch hier an. Das kommt aber hier oben sicher nicht mehr an. Der antwortet, grün, mit einem CTS. Das ist das CTS. Ich habe nur 6 Pfeile gemalt, um klarzumachen, dass das überall hingeschickt wird. Und natürlich wird das CTS von allen anderen auch empfangen, die hier sind. Wenn der mir also das mit dem CTS mein RTS bestätigt, der Access Point, sieht der hier am CTS, ui, da wird gerade jemandem genehmigt, dass er einen Frame schickt. Also gibt es da wohl eine Hidden Station, die einen Frame schickt? Gleich, und ich sage besser nichts. Das habe ich hier unten versucht aufzuzeichnen. Hier sehen Sie, wieder zurück. Hier sehen Sie, diese Station da unten schickt das RTS. Dann kommt ein sogenannter Short Interframe Space. Und die Basisstation in diesem Fall antwortet mit dem CTS. Dann kommt der Short Interframe Space. Dann schickt der hier unten seinen Frame. Und wenn die Übertragung geklappt hat, antwortet die Basisstation mit dem ACK. Jetzt wissen wir, Frame richtig übertragen.
Was wir aber auch noch wissen, wenn da oben der hier, nicht wir, sondern jetzt jemand anders weiß, der hier oben, der weiß, wenn er den RTS gesehen hat, jetzt wird das Netzwerk eine Weile lang belegt sein. Also brauche ich hier gar nicht nachzuschauen. Da wird ein Frame gesendet und eine Weile lang ist das Netzwerk jetzt voll. Ich lege gerade noch meinen Sender, Empfänger, alle zum Schlafen, spare noch ein bisschen Batterie, denn wir reden ja hier über Mobile Devices, spare noch ein bisschen Batterie mit diesem, während diesem Network Allocation Vector. Es gibt noch den anderen Network Allocation Vector für den hier, ne? Das ist dieser kürzere, der CTS Network Allocation Vector. Wenn der hier oben einen CT sieht, weiß er, dass er sich so lange schlafen legen kann. In der Zeit können die also ihre Datenübertragung machen. In unserem Beispiel hier würde der hier den NAV CTS genießen und der hier, ne, denn das hier geht ja auch hier hin, der kann es noch messen, der würde den NAV RTS genießen. Okay? Abwarten. Diese Network Allocation Vectors. So, jetzt gibt es da noch den DIFS, das ist der Distributed Interframe Space. Nach dem Senden von dem ARC, beziehungsweise dem hier, muss ein bisschen gewartet werden. Und dann gibt es das so Contention Window. Contention Window heißt, jeder kann mal ein RTS senden, wenn er denn Lust hat. Nachdem der Network Allocation Vector, dieses Distributed Interframe Space vorbei ist, kann der hier oben und der hier, die können auch wieder RTS senden. Die RTS können kollidieren. Wenn der hier meint, er schickt ein RTS und der hier meint, er schickt ein RTS, dann passiert hier die Kollision und der schickt keinem von den beiden einen CTS. Also wird auch kein Frame geschickt. Das nennen die Leute auch Virtual Carrier Sense mit diesem Network Allocation Vector oder das ganze Verfahren, dieses CSMA-CA, das heißt bei den WLANs gerne auch DCF, Distributed Coordination Function. Dieses ACK dient übrigens auch dazu, dass man sicherstellen kann, dass ein Frame übertragen worden ist, auf der Schicht, auf der MAC-Schicht. Wegen diesem Verstopfungskontrollverfahren, was in TCP drin steckt, über das ich aber hier in dieser Vorlesung nicht sprechen möchte, wegen diesem Verstopfungskontrollverfahren muss man auf der niedrigeren Schicht, also auf der Schicht 2 in diesem Fall, bei den WLANs sicherstellen, dass man nicht allzu viele Pakete verliert, dass die Paketverlustwahrscheinlichkeit reduziert wird. Und deshalb hat es hier den ACK. Und wenn der ACK nicht ankommt, wenn also der Frame gesendet wird und der hier keinen ACK kriegt, dann versucht das nochmal mit dem Frame ein paar Mal. Irgendwann ist Feierabend. Ne? Wenn man es 10-mal probiert hat, und es klappt nicht, dann ist wahrscheinlich hier die Basisstation weg. Übrigens, wenn wir hier über Wireless LAN sprechen, der hier sendet auch, der müsste aber auf einer anderen Frequenz arbeiten als dieser Access Point. Und deshalb gibt es da auch ein paar Frequenzen und ihr Access Point zu Hause, der hört erstmal auf welchen von diesen Frequenzen, ich glaube es gibt 10 Stück, denn andere Access Points in ihrer Umgebung senden und dann sucht er dich den schwächsten Access Point aus. Für die Android-Endgeräte, also für die Android-Smartphones und Tablets und so weiter, gibt es ein ganz nettes Programm. Das habe ich mir auch auf meinen Nexus 7 da mal geladen. Da kann man die Signalstärke der umgebenden Wireless LANs betrachten. Und da sieht man dann so Beulen für den eigenen, es geht so hoch und die vom Nachbarn, die haben nur noch solche Buckel und dann sieht man auch so ein paar ganz flache daneben. Das ist ganz lustig, wenn Sie so ein Android-Device haben, dann gucken Sie mal,
wo sie, ich kann es mal raussuchen, wie die App heißt, dann habe ich das Ding da, nee, habe ich nicht da, dann schauen Sie sich das mal an, das ist ganz interessant, die Frequenzverteilung so in der Umgebung von den anderen Wireless LANs. Wer da noch so alles am Senden ist. Ja, das zum Thema Wireless LANs. Ich habe jetzt hier noch eine kurze Folie, die so mehr so von der Technikgeschichte her interessant ist. Ich habe über den Token Ring gesprochen und diese Zeichnung hier oben, die kommt Ihnen wahrscheinlich schon einigermaßen bekannt vor. So ein Token Ring sieht eben so aus, dass wir eine Ringstrukturverkabelung haben. Zum Beispiel hier in den PC, da geht der Ring rein, dann geht er hier wieder raus, hier dieses Repeater-Interface. Dann geht es hier zu diesen MAU-Boxes, Medium Access Unit. Von da aus geht es dann vierdrähtig zu zum Beispiel drei Endgeräten, hier auch. Ich habe jetzt mal hier so Dreier-Maus gezeichnet. Und der Ring, der geht dann eben hier so lang und wieder zurück und hier rein und so. Als die Firma IBM das entwickelt hat, haben die schon, bevor es fertig war, das macht man ja gern, bevor es fertig war, das mal verkauft an Rechenzentren, Unternehmen in der Industrie. Und weil es von IBM kam, also der Verkäufer hat dann gesagt, in dem Jahr haben wir ein ganz tolles Netzwerk, kauft doch unser Netzwerk jetzt schon mal, wir machen mal schon mal einen Vertrag. Und, naja, wie das so ist, noch niemand ist entlassen worden, weil er bei IBM gekauft hat, haben die auch unterschrieben. Und als dann das Jahr vorbei war, war IBM mit dem Token Ring dummerweise noch nicht fertig. Und dann hat IBM den Kunden gesagt, ihr habt das unterschrieben, ihr kriegt von der IBM, IBM ist zuverlässig, ein Netzwerk. Dummerweise haben wir den Token Ring noch nicht fertig, wir geben euch was von so einer Firma, das funktioniert auch, die hieß damals Synoptics, die Firma, wir installieren bei euch das Lattice-Net. Und was die Synoptics-Leute hatten, waren Star-Controller, 10BASE-T-Hubs. Und IBM hat also diese 10BASE-T-Hubs installiert, bloß hier nicht so ringförmig verkabelt, sondern hier unten Bus verkabelt. Die Kunden haben es gar nicht mal richtig gemerkt. Also installiert, lief alles prima, alle waren glücklich. Und nach einem Jahr kam dann IBM an und hat gesagt, so, jetzt ist unser Token Ring, ein weiteres Jahr, ne? Jetzt ist unser Token Ring fertig, jetzt können wir dann bei euch mal einen anständigen Token Ring installieren. Und dann haben diese Kunden gesagt, auch eigentlich geht das alte ganz gut und wir haben uns in der Zwischenzeit bei Synoptics auch noch ein paar mehr von den Geräten gekauft. Wir brauchen den nicht so dringend, den Token Ring. Und das ist der Grund, warum einer der wichtigsten Gründe, warum aus dem IBM Token Ring nichts geworden ist. Und erst die Firma Synoptics und dann auch noch andere 10BASE-T Star Controller verkauft haben in die Industrie. Also eigentlich, weil die Entwicklung vom Token Ring einfach nicht schnell genug war und IBM diese Struktur dann als Notlösung verkauft hat, die dann die permanente Lösung geworden ist. Für lokale Netzwerke, gerade in Unternehmen mit den Star-Controllern. Am Anfang waren die Star-Controller übrigens unverschämt teuer. Die haben, glaube ich, $1.500 und so gekostet, eines von diesen Dingen. Heutzutage zahlt man für so ein Hub irgendwie im Internet 10, 20 Euro oder so ähnlich. Ne? Also das ist so eine Art, so eine kurze, interessante Geschichte aus der Entwicklung der Computer, wie sowas passieren kann, wenn man ein bisschen zu spät kommt mit seinem Netzwerk. Als nächstes möchte ich noch, ich habe ja heute auch noch ein paar Minuten, über digitale Mobilfunknetze sprechen. Wir haben schon über die zelluläre Struktur der digitalen Mobilfunknetze gesprochen, über die Frequenz Wiederverwendung und über den Handover. Da gab es diese schöne Grafik mit den Sechsecken. Im richtigen Leben sind es natürlich keine Sechsecke, aber so kann man es schön visualisieren. Genauso wie die Wireless LANs, die Sie so betreiben im Studentenwohnheim oder im Wohnpark oder auch nur einfach in der Siedlung mit
Doppelhaushälften und so weiter. Da gibt es diese Access Points und die Leute benutzen unterschiedliche Frequenzen, die sich die Access Points sogar selber aussuchen. In der Hoffnung, dass um sie herum nicht 10 Access Points schon existieren, die so nah sind, dass sie die Frequenzen nicht wieder verwenden können. Das ist zumindest die Hoffnung. Bei den Mobilfunknetzen wird auf jeder von diesen Frequenzen, und stehen dem Mobilfunkprovider mehrere Frequenzen zur Verfügung, damit man so ein zelluläres Netz aufbauen kann, für eine Zelle, anders als hier gibt es natürlich auch einen Zeitmultiplex, ne? Wenn der sendet, kann der nicht senden, dazu haben wir es CSMA-CA, diese Distributed Control Function. Also der schickt ein Paket, dann ist der dran und so weiter. Das geht bei den Mobilfunknetzen zunächst nicht und deshalb gibt es da einen feste Zeitmultiplex-Schemata. Time Division Multiple Access. Die Zeit ist eingeteilt in Rahmen, mehrere von den Rahmen zu einem Multirahmen zusammenfassen, mehrere von den Multirahmen zu einem Superrahmen zusammenfassen. Das hat Auswirkungen auf die Signalisierungsbits. Manche Signalisierungsbits können Sie nur in so einem Multirahmen oder in einem Superrahmen senden, aber das ist jetzt für unsere Betrachtung hier nicht so wichtig. Also es gibt Rahmen und in diesen Rahmen gibt es Timeslots. Und in so einem Timeslot drin, das ist jetzt hier mal symbolisch der Timeslot, gibt es eine Zeit, in der Sie als Endgerät Ihre Sendeleistung hochfahren können. Sie dürfen nicht zu steil hochfahren, das ist der rote Bereich. Sie dürfen Sie nicht zu flach Ihre Sendeleistung hochfahren, das ist auch hier wieder roter Bereich. Dann haben Sie den blauen Bereich, in dem Sie Ihr Signal übertragen können, mit der Feldstärke, die Ihnen zusteht, mit der Leistung, die Ihnen zusteht an der Antenne. Das ist natürlich genau reglementiert. Die können also hier drin übertragen und dann müssen Sie Ihre Sendeleistung wieder runterfahren. Und dazu gibt es auch wieder so eine Umgebung, Envelope nennen die das Englisch, indem sie die Leistung hier so runterfahren. Die roten sind die illegalen Bereiche. Natürlich ist der blaue Bereich, der Nutzlastbereich, länger. Ich habe das hier nur ein bisschen symbolisch gezeichnet. Vielleicht sollte man hier noch 3 Pünktchen reinmalen, um das klar zu machen. Das hier ist der eigentliche Timeslot, in dem Sie Ihr Nutzsignal übertragen können. Vorne dran und hinten dran müssen Sie Ihre Sendeleistung rauf und runter fahren und dabei diese Vorschriften einhalten. Gesamt darf die Sendeleistung natürlich auch eine vorgegebene Sendeleistung nicht überschreiten. Eine Variante davon, das DECT, wer hat da schon mal von gehört, von dem DECT? Wer hat es schon mal benutzt? Wahrscheinlich alle von Ihnen. Das sind nämlich die Schnurlostelefone zu Hause. Also Basisstation am Festnetz und dann hat man so ein Schnurlostelefon. Die meisten von Ihnen werden das schon benutzt haben. Schnurlostelefonstandards, die sind mittlerweile nicht mehr zugelassen. Schon seit 6-7 Jahren nicht mehr zugelassen. DECT steht für Digital European Cordless Telecommunications. Das ist mal geplant gewesen als einerseits Schnurlostelefonie für zu Hause, aber auch in solchen Umgebungen wie der Universität als Schnurlostelefonie, so als Telefonanlage. Weil das auch eine Zellstruktur ermöglicht. Da gibt es also auch verschiedene Frequenzen in diesem Frequenzbereich von 1880 bis 1900 Megahertz gibt es 10 unterschiedliche Trägerfrequenzen. Auf jeder von diesen 10 Trägerfrequenzen kann also eine Basisstation ihr Wesen treiben. Und so ein Gerät meldet sich einer Basisstation an, das haben Sie mit dem Schnurlostelefon vielleicht auch schon gemacht, wenn Sie sich persönlich eins gekauft haben zu Hause. An der Basisstation anmelden. Die Basisstation benutzt eine Frequenz, ihr Nachbar hat wieder eine andere Frequenz. Weil sie hoffentlich nicht 10, 20 Nachbarn haben, die ganz nah an ihnen dran sind und Frequenzauswahl zu sehr reduziert werden, funktioniert auch dieser zelluläre Charakter anständig. Es ist auch ein bisschen verschlüsselt. 10 Trägerfrequenzen pro Sekunde gibt es 100 Rahmen. In jedem Rahmen drin gibt es 24 Slots.
12 für den Downlink, 12 für den Uplink. 100 Rahmen pro Sekunde, das heißt, einem Gerät stehen, während es telefoniert, ein Slot Uplink und ein Slot Downlink zur Verfügung. In so einer Zelle können also 12 solche Deckgeräte existieren. An ihrer Basisstation können sich bis zu 12 anmelden, zumindest von Standard her gesehen. Wenn man jetzt nachrechnet, 100 solcher Rahmen, so ein Slot ist 480 Bit groß, dann gibt es am Anfang ein bisschen Synchronisation. Diese Schutzzonen, über die ich gesprochen habe, das da und das, da hier vorne ein bisschen Sync, Header und so weiter, bleiben netto 320 Bit pro Slot übrig. Wir haben also 100 Rahmen, einen Slot kann ich Uplink benutzen, einen Slot kann ich Downlink benutzen, 32.000 Bit pro Sekunde. Darin muss das Telefonsignal übertragen werden. Das Audiosignal. Dazu gibt es ein Sprachkompressionsverfahren, ADPCM nach G721. Das ist sogar besser als das klassische Telefon. Da wird nämlich ein Frequenzband von 7 kHz unterstützt. Damit könnte man schon fast Musik machen. Orgelmusik schlecht, aber Klaviermusik und so ging schon. Weil wir, ja, wie funktioniert die Übertragung zur Basisstation? Wir haben hier eines von diesen Schnurlostelefonen, das empfängt das Signal von der Basisstation im Kanal 2, im Zeitschlitz 2 und sendet im Zeitschlitz 2'. Der hier zum Beispiel empfängt im Zeitschlitz 10 und sendet im Zeitschlitz 10'. Die Zeitschlitze sind so organisiert von 0, 1, 2, 10 und 11. Das sind die, wo die Geräte empfangen. Jetzt kommt die zweite Zeitschlitzgruppe von 0' bis 11'. Das ist das, wo die Geräte übertragen dürfen. Wenn jetzt also der Zweier hier im Zeitschlitz 2' übertragen hat, dann nimmt es die Basisstation entgegen und überträgt es im Zeitschlitz 10 zu dem hier, für ein internes Telefonat. Und naja, was der hier in 10 empfangen hat, da antwortet er in 10'. Das 10' wird von der Basisstation genommen und im Zeitschlitz 2 übertragen, sodass es der hier dann im nächsten Rahmen entgegennehmen kann und wir können mit den zwei Telefonen miteinander telefonieren. Wenn wir hier noch eine Festnetzanschluss haben, ISDN oder sowas, dann muss natürlich die Basisstation das, was es nimmt, in Empfang nehmen und hier abschicken. Das, was hier kommt, in den Zeitschlitz reinstecken. Und das ist ja eigentlich die Regelsituation beim Schnurlostelefonieren zu Hause. Ich meine, intern telefonieren in so einem Decksystem macht man nicht so häufig. Digital European Cordless Telecommunications funktioniert erstaunlich reibungslos und gut. Man kauft so ein Ding für so eine Basisstation mit einem Mobilteil für 50 Euro oder sowas ähnliches. Und wenn man Sonderangebot erwischt, 1995, installiert es und es geht jahrelang gut. Das einzige Problem ist, dass vielleicht die Akkus mal kaputt gehen, ne? Also so ein typisches Kaufen und einfach benutzen, bis es auseinanderbricht, Produkt. Und die Zeit, bis es auseinanderbricht, ist eigentlich erstaunlich lang und Störungen vom Nachbarn und so beobachtet man eigentlich nicht. Also ich jedenfalls auch nicht. Man kann auch mehrere solche Mobilteile daran betreiben. Bei uns zu Hause. Ich habe irgendwann mal beschlossen, wir kaufen jetzt neue. Die alten waren eben doch nach 6, 7 Jahren kaputt. Dann habe ich also zwei Mobilteile und eine Basisstation neu gekauft. Meine Frau fand dann, dass die Mobilteile nicht gut in der Hand liegen. Dann haben wir noch drei weitere Mobilteile gekauft, die besser in der Hand liegen. Jetzt haben wir 5 Stück zu Hause und eine von unseren MSN, ISDN-Rufnummern ist auf ein spezielles Gerät für meinen Sohn draufgeschaltet und die anderen 4 Dinger, die da rumliegen, die empfangen alle, reagieren alle auf die restlichen Rufnummern. Das funktioniert alles erstaunlich gut und
wenn man vier Stück hat, braucht man sich auch nicht Sorgen zu machen, dass das immer, immer schön aufgeladen ist. Eines wird schon zufälligerweise aufgeladen sein. Ein Standard, den ich ungeheuer erfolgreich finde, weil er mehrere hundert Millionen Mal, Milliarden Mal benutzt wird, vielleicht Milliarden Mal benutzt wird. Auf jeden Fall gibt es Milliarden solche Mobilteile dafür und einfach ohne viel Aufhebens, ohne Management funktioniert. Praktisch ohne Management funktioniert. Der einzige Stress, den man hat, ist sicherstellen, dass sich nicht der Nachbar mit seinem Mobilteil an unserer Basisstation anmeldet und auch telefoniert. Irgendwelche interessanten Rufnummern anruft, die viel Geld kosten. Aber das ist schon auch das einzige Problem und da gibt es ja so Codes, die man einträgt und Identifizierungen und so weiter. Also Access Control ist immer, gerade in Mobilfunknetzen, immer ganz wichtig. Und bei Ihrem Wireless LAN zu Hause haben Sie ja wahrscheinlich auch irgendwelche Access Control Maßnahmen eingeführt. Wer sowas nicht macht, lebt unter Umständen gefährlich. Als nächstes möchte ich noch kurz über das GSM sprechen. GSM, das stand eigentlich, das war eigentlich die Abkürzung für die für den Standardisierungsausschuss der Mobiltelefonie, von der ersten digitalen Mobiltelefonie in Europa. Die haben so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre standardisiert und ab 1991, 92 war dann das GSM einigermaßen fertig. Es wurde dann umgenannt von Group Spezial Mobil, die Spezialgruppe Mobil, die sich bei der ETSI um die Standardisierung gekümmert hat, in Global Systems for Mobile Communications. Wie immer, man braucht zum Funken ein Frequenzband. Für unsere Wireless LANs haben wir dieses ISM-Band 2,4 GHz. Für das DECT gibt es ein Frequenzband 1880 bis 1900 MHz. Für das ursprüngliche GSM gab es dieses Frequenzband, das 1800 und das 1900 MHz Band. Ich weiß es immer nicht genau, das 1900 MHz Band, da treiben sich die beiden E-Netze drin herum, zumindest in Deutschland die beiden E-Netze, E+ und O2. Das hier ist das Band, was die D1 Telekom gekriegt hat und das ist dieses Arcore D2 Band, was dann Vodafone irgendwann mal aufgekauft hat, die Firma aufgekauft hat und das Band mitgekriegt hat. Also diese Bänder, in diesem Band gibt es 125 Unterfrequenzbänder und mit diesen 125 Frequenzbändern kann man ein zelluläres System aufbauen. Jede Zelle kann, glaube ich, maximal 15 solche Bänder kriegen. Pro Band gibt es, also auf einer Frequenz, in einem Frequenzband, gibt es 217 Rahmen Uplink und 217 Rahmen Downlink. In jedem Rahmen gibt es 8 Timeslots, in denen man Bursts veranstalten kann, Funkbursts veranstalten kann. Wenn Sie also in derselben Frequenz sind wie ich, dann kriegen und wir telefonieren beide, der hier hat dieselbe Frequenz wie der, dann kriegt der zum Beispiel von der Basisstation den Timeslot 3 zugewiesen und der hier den Timeslot 5. In der Uplink-Frequenz, in der Downlink-Frequenz kann das auch wieder so zugewiesen werden. Wir brauchen für eine Telefonie in jedem von diesen Rahmen einen Timeslot. Einen Uplink, einen Downlink. Wenn man jetzt danach rechnet, 217 und die Symbolrate, verwendet wird dieses GMSK, Gaussian Minimum Shift Keying, dann kommt man pro Telefoniekanal auf 24,7 Kilobit brutto. Da drin, da muss jetzt das Telefoniesignal rein. Dazu muss es komprimiert werden. Das gibt der Nutzkanal her. Und wir dürfen nicht vergessen, die Bitfehlerrate in diesem Kanal hier, 24,7 Kilobit, die ist in der Größenordnung von 10 hoch minus 3 im Schnitt. Wenn Sie nah an der Basisstation sind, an der Base Transceiver Station, ist die Bitfehlerwahrscheinlichkeit niedriger. Wenn Sie weiter weg sind, ist sie höher. Man
spricht im Schnitt von 10 hoch minus 3, also jedes tausendste Bit wird beschädigt im Mittel. Das kann aber auch wesentlich schlechter sein. Ohne Fehlerkorrektur kann man also eigentlich gar nichts übertragen. Denn hier würden wir ja bei 10 hoch minus 3 würden wir in der Größenordnung von 25 kaputten Bits pro Sekunde haben. Das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Daten kann man so auf gar keinen Fall übertragen. Sprache vielleicht gestört. Aber über Codierung muss man da separat noch reden. Fehlerkorrektur und so weiter. Es gibt auch einen Signalisierungskanal, da benutzt man das LAPDM, M für mobil, mit einer Datenrate von 950 Bit pro Sekunde. 950 Bit pro Sekunde pro Band. Und diese 950 Bit müssen Sie natürlich die vielen Mobiltelefone, die da existieren, auch teilen zum Signalisieren. Die Verbindungskontrolle funktioniert ähnlich wie beim ISDN. Da gibt es auch eine Mobilversion und da drin wird auch das Mobilitätsmanagement veranstaltet. Die Kanalstruktur in den GSM-Kanälen, die ist erstaunlich kompliziert. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war ein Vortrag an einer anderen Uni, den ich zu dem Thema gehört habe, da war ich noch in Ulm. In Ulm gab es einer der deutschen Beteiligten an der Standardisierung von GSM, der war da später dann Professor an der Uni Ulm und der hat da mal einen Vortrag gehalten, wie die Signalisierung ist, wie die Kanalstruktur ist und die Signalisierung und als Informatiker muss man sich da schon mal ernsthaft am Kopf kratzen, um das schön finden zu können oder sagen wir erstmal muss man sich wieder beruhigen, nachdem man sich denkt, so kann man das doch nicht machen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Kanäle und naja, wer jemals über statistisches Multiplex nachgedacht hat, weiß, dass es vielleicht nicht das Geschickteste ist. Aber es ist ja ein erfolgreicher Dienst, wir wollen nicht allzu viel meckern. Da gibt es zum Beispiel diesen Traffic Channel TCH, dann gibt es den Slow Associated Control Channel, dann gibt es den Fast Associated Control Channel, dann gibt es den Access Grant Channel, damit Sie in einem von denen reden dürfen, dann gibt es den Random Access Channel, in dem man bitten kann, dass man hier Zugriff kriegt und dann kriegt man hier die Bestätigung, dass man zugreifen kann und so weiter und so weiter. Und die Kontrollkanäle, die gibt es nicht in jedem Timeslot, sondern im Slot 0 steht drin, welches Bit jetzt welche Bedeutung hat und so weiter. Das ist ein bisschen ein Bitgefummel. Naja, nach 20, 30, 40 Seiten C-Code hat man das auch hingekriegt. Aber man hätte sich vielleicht anders das Leben leichter machen können. Nun gut, interessant am GSM und da kann man was lernen. Deshalb trage ich es hier auch vor, ist die integrierte Quell- und Kanalkodierung. Ich habe mal gesagt, Quellkodierung und Kanalkodierung, Shannon, sind getrennt. Sie erinnern sich vielleicht an die Grafik ganz am Anfang. Beim GSM ist es gerade nicht getrennt. Oder die kommunizieren zumindest miteinander. Und das ist auch gut so und das möchte ich hier klar machen. Also erstmal gibt es das Mikrofon, da gibt es natürlich den üblichen Analog-Digital-Konverter und Filtern, damit man kein Aliasing hat und so weiter. Und rauskommt ein Signal, 8000 Samples pro Sekunde und jedes hat, glaube ich, 12 Bit. Wir kommen dann auf ungefähr 100 Kilobit unkomprimiertes digitalisiertes Audiosignal. Und jetzt kommt ein Sprachcoder, wo wohlgemerkt kein Audiocoder, sondern ein Sprachcoder. Der Codec, der da läuft, über den werde ich nicht so viel mehr erzählen, dieser GSM Full Rate Codec, der produziert 13 Kilobit. Und es gibt auch eine Half Rate Version, die produziert nur 6 oder 7 Kilobit. Musik zerstört dieser Codec. Also eine Musikübertragung im GSM-Telefon, das wird sich zumindest nicht gut anhören. Der Kunstgenuss ist reduziert. Ich habe auch schon mal irgendeine Bekannte von uns, die war mal auf irgendeinem Musikfestival und hat da angerufen, ah, wie toll ist die Musik, hör mal. Dann hat sie ihr Telefon hochgehalten, ne? Und bei uns im Lautsprecher hat es echt nur gekrächzt. Ähm,
dieser Sprachcodec, der ist so konstruiert, dass er Sprache halbwegs vernünftig kodieren kann. Da kommen also 13 Kilobit raus, aber diese Bits hier, die haben unterschiedliche Gewichte. Es ist bekannt, das sind wichtigere Bits von der Sprache und das sind unwichtigere Bits. Das werden wir uns gleich noch angucken. Dann kommt ein Kanalkodierer und der macht daraus 22,8 Kilobit. Fast die 24,7. Kommt noch ein bisschen was dazu und dann wird das hier in den Modulator reingesteckt. Der überträgt es im Funkkanal und die schwarzen Pünktchen, die sollen für Störungen stehen. Dann kommt hier ein Signal an, kräftig gestört. Dann gibt es einen Demodulator und der produziert 22,8 Kilobit und der sagt gleich, der kann gleichzeitig auch noch sagen, das steht nicht im Standard drin, das ist aber später noch dazugekommen, der kann gleichzeitig noch sagen, welches Bit er denn sicher dekodiert hat im Kanal, wo er sich, also wo er sich sicher ist, dass er, das ist jetzt ein 1-Bit und das ist ein 0-Bit. Er kann aber auch sagen, na, das ist wahrscheinlich ein 1-Bit und das ist wahrscheinlich ein 0-Bit. Das steckt man in einen Kanaldecoder rein und der gibt wieder Zuverlässigkeitsinformationen raus. Das kommt in den Sprachdecoder, jetzt 13 Kilobit, ne? Also die 22,8 Kilobit. Da gibt es natürlich einen Viterbi-Decoder. Wer hätte es gedacht? Also hier, das ist ein Faltungskodierer und hier ist der Decoder mit Viterbi-Algorithmus. Dann kommt hier der Sprachdecoder, der macht 100 Kilobit raus, weil es hier Zuverlässigkeitsinformationen gibt, über die wir gleich sprechen, das passt zu dem Gewicht hier oben, kodiert er das und hier der Kanalzustand, den kann der Viterbi-Decoder übrigens auch noch benutzen, um vielleicht ein Bit besser zu machen. Ja, wenn er irgendwie einen schlechten Pfad hat und das ist der einzig gute, dann, also naja, es gibt mehrere schlechte Pfade, er sucht sich den mit dem minimalen Gewicht raus, der ist aber immer noch schlecht, dann kann er sich das unwahrscheinlichste Bit, was der eben hier dekodiert hat, nochmal nehmen, den Wert umdrehen und gucken, ob er dann bessere Pfade rauskriegt. Das ist Soft Output Viterbi Algorithm, SOFA. Zu diesem Bitgewicht, da muss ich noch was sagen, in diesem Traffic Channel. Also die Bruttodatenrate 22.800 Bit pro Sekunde in dem Traffic Channel. Die Sprache kommt mit 1300 Bit kodiert an. Das heißt, wir brauchen einen Code, der aus den 1300 Bit 22.800 macht. Oder aus 260 Bit 456 Bit macht. Der Encoder, das ist ein sogenannter LPC-RPE-Coder. Linear Prediction Coding with Long-Term Prediction and Regular Pulse Excitation. Sollen wir das jetzt in der Klausur auswendig abfragen? Vielleicht nicht. Aber ich will auch gar nicht, dass Sie wissen, was das hier bedeutet. Das Interessante ist, der produziert drei Sorten von Bits. Der produziert die LPC-Parameter. Das ist so ein Vorhersagealgorithmus und Linear Predictive Coding produziert Koeffizienten für den prädiktiven Decoder. Also der produziert die LPC-Parameter, der produziert nochmal so einen Satzparameter, Long-Term Prediction. Das sind jetzt ein paar weniger. Habe ich irgendwo noch eine Bit-Allocation? Nein. Und dann produziert er noch die Regular Pulse Excitation Werte. Das ist so ein Residuum. Ne? Damit wird das, was vorhergesagt wurde, das ist sozusagen die Differenz zwischen dem Vorhergesagten von dem Linear Predictive Coding drin und alle Bits von diesen Long-Term Prediction Parametern, LTP. Das ist die Klasse 1a. In der Klasse 1b steckt noch ein bisschen mehr LPC-Parameter drin, dann etwas, das heißt Gitterauswahl, das wollen wir hier nicht vertiefen, und von den RPE-Daten die Most Significant Bits. In der Klasse 2 die Least Significant Bits, also die ganz rechts, ne? Der Unterschied zwischen 12 und 13 steckt da sozusagen drin. Die unwichtigsten Bits der LPC-Parameter und die unwichtigeren Bits der RPE, der Pulse Excitation Residuums.
Und jetzt werden die hier unterschiedlich einsortiert. Die 1a-Parameter, die kommen hier vorne hin, das sind 50 Bit. Also Most Significant Bits davon und die LTP-Dinger. Die kriegen noch eine kleine Prüfsumme, 3 Bit. Die nächste Klasse, das sind die 132 Bit hiervon, mehr LPC, Gitterauswahl und mehr RPE-Daten. Und dann gibt es noch die Bits zweiter Klasse, die kommen hier hinten hin und die werden nicht schutzkodiert, die werden einfach übertragen. So wie sie sind. Wenn da ein Fehler drin steckt, dann sind ja Least Significant Bits betroffen, dann rauscht es und kracht es ein bisschen im Audiosignal, aber es ist nicht wirklich was kaputt. Wenn hier vorne was passiert, dann kann der Fehler korrigiert werden. Hoffentlich. Viterbi-Algorithmus, der ist halt schon ganz gut, aber natürlich auch nicht hundertprozentig zuverlässig. Deshalb passt man auf, dass die LTP-Parameter auf keinen Fall gestört werden. Wenn die nämlich gestört würden, dann wird es richtig sauber krachen im Lautsprecher. An ihrem Ohr. Die kriegen noch eine Prüfsumme. Wenn die Prüfsumme nicht stimmt, dann wird der ganze Kram weggeworfen und ihr Telefon generiert so ein Interpolationssignal, damit es sich am Lautsprecher nicht so fürchterlich anhört. Nichts auf dem Lautsprecher abspielen geht auch nicht. Man muss das alte Signal sanft ausblenden. Wenn das hier richtig übertragen worden ist, also die Prüfsumme für die 50 Bit stimmt, dann akzeptiert man auch das. Und das kann expandiert werden auf diese 378 Bit. Entschuldigung, das kann, nein, die 378 Bit, die werden mit dem Viterbi-Algorithmus auf diese 50 plus 3 plus 132 Bit reduziert beim Empfänger. Die werden hier überprüft und dann kann man den ganzen Kram hier an den Decoder geben, damit er das Audiosignal, die 100 Kilobit, erzeugt. Und das Interessante hier dran ist eigentlich, dass im Kanal manche Bits, weil man weiß, was die bedeuten, mit Fehlerkorrektur und Prüfsummen versieht und andere Bits, weil man weiß, dass sie nicht so wichtig sind, bekommen auch keine Prüfsumme. Fragen? Reicht. Gut. Das Übliche, wir benutzen einen Faltungscode mit Viterbi-Decoder. Die Fehlerwahrscheinlichkeit, das hier muss im Exponenten stehen, 10 hoch minus 3 ungefähr. Deshalb benutzt man eben so einen Faltungscode. Da habe ich hier nur so als Symbol das dahin gemalt, damit Sie wissen, dass sich das auf den Viterbi-Decoder bezieht. Weil Burst-Fehler das Wahrscheinliche sind in so einem Kanal, ne? Also wenn es eine Störung gibt, dann hält die schon mal ein paar Bit an, zerstört ein paar Bit hintereinander. Weil es solche Burst-Fehler gibt, greift man zu einem Trick, die zu verteilen, denn der Viterbi-Decoder, der kommt besonders gut mit verteilten Fehlern aus. Also da mal einer, da mal einer, da mal einer. Was er nicht mag, sind gleich 10, 20 Bits hintereinander kaputt. Der Trick heißt Interleaving und die Idee ist, dass beim Senden werden die Bits, die zusammenliegenden Bits, gespreizt, dass sie auseinanderliegen und der Empfänger, der nimmt die gespreizten Bits und sammelt sie wieder zusammen. Das können Sie sich ungefähr so vorstellen, der Empfänger nimmt Bits in Empfang und die legt er hier so hintereinander in dieser Matrix ab, zeilenweise. Also kommt die erste Zeile rein, die zweite, die dritte, die vierte bis zur achten und ausgelesen wird spaltenweise. Wenn wir also auf dem Kanal einen Fehler haben, die vier hintereinander kaputt, dann ist für den Decoder die ersten 8 Bits in Ordnung, die zweiten 8 Bits in Ordnung, dann kommt ein kaputtes Bit, 7 Bit, ein kaputtes Bit, 7 gute, ein kaputtes, 7 gute, ein kaputtes, 7 gute und dann wieder 16 gute hintereinander. Mit diesen um den Faktor 8 gespreizten Fehler kommt der Viterbi-Algorithmus gut klar und diese Faltungscodes. Mit einem Burst-Fehler wird er nicht klarkommen. Das einzige Problem ist natürlich, dass wir hier erstmal 64 Bit einlesen müssen, bevor wir sie
weitergeben können. Wir haben also einen Delay von 64 Bit. Bei Daten nimmt man übrigens noch einen weiteren Spreizfaktor. Auf DSL-Leitungen gibt es übrigens auch dieses Interleaving. Das mögen die FPS-Spieler nicht, also die so Ballerspiele, First-Person-Shooter und sowas veranstalten, weil es nämlich Delay macht. Und deshalb hat es auch, glaube ich, mal die Telekom, hat man eine Zeit lang, oder ich weiß nicht, vielleicht machen sie es immer noch, gegen Aufpreis angeboten, das Interleaving abzuschalten. Wie heißt denn das? Das hat einen richtigen Produktnamen, Fastpass heißt das, glaube ich, oder so etwas Ähnliches. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls kann man, wenn man ein paar Euro mehr im Monat zahlt als Spieler, sich das Interleaving auf der DSL-Leitung abschalten lassen. Also, das ist schon irgendwie skurril. Ne? Eigentlich wird ja weniger getan und dafür muss man noch was bezahlen. Nun gut, dieses Interleaving, das ist aber eine Technik, die benutzt man, also die kann man auf DSL-Leitung benutzen, die kann man auf Festplatten benutzen. Da gibt es ja auch den Burst-Fehler typischerweise. Und man kann sie hier beim GSM benutzen, überall da, wo Fehler bei der Aufzeichnung, Übertragung und so weiter passieren. Burst-Fehler, die kann man auf diese Weise spreizen und dann hat man nur noch Bit-Fehler, mit denen kann man besser umgehen. Faltungscodes gehen eben besser bei gestreuten Fehlern. Etwas weiteres, was das GSM macht, das ist diese Discontinuous Transmission. Bei einem Telefonat ist es typischerweise so, dass der eine spricht und dann sagt der andere was. Der Kanal von mir zu Ihnen beim Telefonieren ist in meiner Richtung ca. zu 45% der Zeit belegt und die restlichen 55% wird er nicht benutzt. Der andere auch 45%, die restlichen 10% der Zeit werden mit Schweigen verbracht. Naja, dann, wenn ich was gesagt habe, dann warte ich einen Augenblick und dann sagen Sie was. In der Zeit wird ja in beide Richtungen geschwiegen. Weil wir nicht die ganze Zeit was zu übertragen haben, gibt es hier im Endgerät, in beiden Endgeräten, die Voice Activity Detection. Die Voice Activity Detection, die schaut nach, ob gerade gesprochen wird. Das geht mit dem GSM-Encoder ganz gut, mit dem Sprachkompressor. Der kodiert Sprache und der kann auch die Frage beantworten. Da muss man die LPC und LTP-Parameter angucken, ob da wohl gerade gesprochen wird oder nicht. Wenn nicht gesprochen wird in Sprechpausen, dann sagt der Sprachdetektor, wir wollen nicht das kodierte Signal schicken, ist ja eh wertlos, sondern wir schicken Comfort Noise. Das ist was aufgezeichnet wird und alle Sekunden oder so wird dann mal ein Päckchen Rauschen übertragen. Das Ruhegeräusch wird dann statt dem eigentlichen Sprache beim Empfänger abgespielt. Wenn man übrigens kein Ruhegeräusch überträgt, hört sich das ein bisschen blöd an, das Telefonat. Telefonieren Sie mal mit jemandem und sagen gar nichts und halten mal schön den Hörer zu. Dann wird der andere Sie nach ein paar Sekunden fragen, bist du noch da? Bist du noch da? Wenn es schön rauscht, fragt er Sie nicht, wenn es im Hintergrund so ein bisschen rumrauscht. Aber wenn der andere gar nichts hört von Ihnen und Sie auch schon in eine andere Richtung atmen und so weiter, keine Musik im Hintergrund, dann glaubt er, ist die Verbindung abgebrochen. Deshalb macht man die Geschichte mit dem Comfort Noise. Das ist etwas, was man schon absichtlich macht. Komfort ist genau der Ausdruck, der dazu passt. Probieren Sie mal beim nächsten Telefonat bei jemandem, den Sie ärgern, wo es okay ist, wenn Sie ihn ärgern, indem Sie es einfach das Mikrofon schön zuhalten und schauen, dass der überhaupt kein Hintergrundgeräusch kriegt. Nach ein paar Minuten fängt er an, zappelig zu werden. Verlassen Sie sich drauf. Gut, warum macht man das hier mit der Voice Activity Detection? Wenn man hier nicht sendet, sondern die Timeslots auslässt und nur in einem Signalisierungsbit sagt, hier wird nicht gesendet, dann produziert man keine Interferenzen mit anderen Frequenzen, mit anderen Mobilfunkteilnehmern da draußen. Und außerdem, das ist noch wichtiger, man kann den Sender abschalten, man spart Batterie. Und Sprechzeit ist ja beim Handy ganz wichtig. Man kann auch Daten übertragen mit diesem GSM-Kanal.
Und da benutzt man, das ist ganz interessant, man will 1200 Bit Daten übertragen. Tatsächlich haben wir aber, wenn man einen Faltungscode benutzen würde, 1200 mal 2, beim Daten gibt es ja keine wichtigen und unwichtigen Bits, 1200 mal 2 hat nur 24 Kilobit, so viel haben wir nicht, der Kanal hat ja nur 22.800. Also müssen wir, nachdem wir die Daten expandiert haben, ein paar Bit weglassen, punktieren nennt man das. Der Empfänger kriegt also die Daten nicht alle, sondern ein paar Bit weniger, ein paar Bits sind weggelassen. Vielleicht haben wir noch einen Übertragungsfehler. Und die Bits, die weggelassen worden sind, die würfelt er nun. Also, er weiß, hier ist ein Bit weggelassen worden. Würfel. Ah, okay, ist eine 1. Das hier, machen wir mal eine 0, hier noch eine 1, hier noch eine 1. Und dann stecken wir es mal in den Viterbi-Algorithmus rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das richtige Bit getroffen haben, hier ist 1,5. Und die anderen Bits, die sind falsch. Und das wird der Viterbi-Algorithmus schon richten. Korrigieren. Das nennt man vornehm Punktieren des Codes. Man muss es mal gesehen haben, hier unten, ne, Viterbi Decoder korrigiert falsch gewürfelte Bits. Man kann sich übrigens anschauen, welche Wahrscheinlichkeiten die Nullen und die Einsen haben und den Würfel ein bisschen darauf einstellen. Ne. Wenn viele Nullen übertragen werden, würfeln wir halt auch viele Nullen. Das kann man ja nach dem Decoder sehen, was da rauskommt. Und ja, punktierte Codes, eigentlich was ganz Witziges, den Gedanken sollte man mal gehört haben. Beim nächsten Mal, ja, machen wir hier noch ganz kurz weiter, bevor wir uns dann dem Thema Rechnerarchitektur widmen. Ich muss dann hier auch bei dem Kapitel schalten und bei der MIMA etwas flinker vorangehen, um dann uns dem Teil, wie kriegen wir die Computer schneller als die MIMA, es gibt ja offensichtlich schnellere Computer als die MIMA, damit wir da mehr Zeit haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit heute und nächste Woche geht es dann montags wieder weiter mit und gleich Dienstagvormittag nochmal. Auf Wiedersehen.